Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der DVD-Ecke. Mein Name ist Marius von Der Antagonist und heute haben wir hier ein Weihnachtsspecial. Und zwar haben wir hier drei DVDs, einmal Schöne Bescherung und Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. So, und angefangen hier mit Schöne Bescherung mit Chevy Chase, ein wunderbarer Film. Es geht über die Griswold-Familie, die ein Weihnachtsfest plant, wie jedes Jahr, aber dies wird verhindert, weil seine Familie von dem wunderbaren Clark, der wieder mal komplett durchdreht, weil seine komplette Familie zu Weihnachten kommt und da geht dann alles den Bach runter. Erst funktionieren die Kettenlichter nicht, die er ins Haus anbringt. Dann wird er noch irgendwann im Laufe des Films gefeuert. Kriegt seine Provision nicht. Ein SWAT-Team kommt dann irgendwann ins Haus, weil er seinen Chef entführt. Und es passiert halt ganz viel Chaos. Ein Eichhörnchen in einem Baum, ein viel zu großer Weihnachtsbaum gekauft, findet keine Säge dafür, reißt ihn einfach raus mit dem Auto. Und ja, ein wunderbarer Film, ein sehr, sehr unterhaltsamer Weihnachtsfilm mit Chevy Chase in der Hauptrolle. Mit Beverly D'Angelo, Randy Quaid, Juliette Lewis und anderen in einer respektlosen Komödie, die sämtliche Weihnachtsrituale aus Korn nehmen. Ja, wer solche Rituale macht, wie hier der gute Clark, dann weiß man, was da so alles schief gehen kann. Aber erstmal gucken wir uns hier die Hülle an. Hier haben wir einmal den guten Chevy Chase und ist 93 Minuten lang. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nein, schon nicht. Der fokussiert nicht. Naja, egal. 93 Minuten geht der Film. Hier drin haben wir einmal nur die CD. Und ansonsten haben wir hier nichts. Hier an der Seite haben wir hier nochmal schöne Bescherung zu sehen. Und ist von Warner Brothers der Film. Was soll man dazu noch groß sagen? Es ist ein wunderbarer Film, ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, der sich schön auf die Weihnachtsstimmung einstimmen lässt. Und dem Film würde ich 9 von 10 geben. 9 von 10 Punkten. Und ja, springen wir dann sofort rüber zur nächsten DVD, und zwar Kevin allein zu Hause. Bis gleich. Ciao. Kevin allein zu Hause. Hier habe ich die Blu-ray Edition. Es gibt auch noch mal eine DVD Edition, aber ich habe mich für die Blu-ray Edition entschieden, aus dem Grund, weil ich auch ehrlich gesagt bei Mediamarkt hatte ich die gekauft, habe ich auch nichts anderes gefunden. Von John Hughes ist der Film. Aber erstmal gehen wir hier mal wieder auf die ganzen Sachen ein, die hier auf der DVD drauf sind. Beziehungsweise Blu-ray. Hier ist einmal Kevin allein zu Hause zu sehen. Hier ist einmal Kevin, da die Einbrecher. Film ist ab 12. 1080p Full HD Version ist das. Hier haben wir einmal The Future is Blue, steht hier. Hier ist ganz viel Sonderausstattung hier zu lesen. Und ja, gucken wir mal eben hinein. Drin haben wir einmal Kevin allein zu Hause. Die steht's nochmal. Dann haben wir hier ein Heft für die Sammler unter uns, die diese Sterne sammeln. Es gibt ja in verschiedenen Blu-rays diese Sternheftchen. Dann kann man hier wunderbare Preise gewinnen, wie zum Beispiel eine Reise nach
Hollywood für 6 Tage oder ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro. Aber ich weiß nicht, ob dieser Code noch funktioniert. Also ich glaube, die sind immer nur so ein bisschen haltbar, aber dann lange nicht mehr. Ja, hier steht es auch noch. Die Aktion gilt vom 1.9.14 bis 31.01.15. Ich habe die DVD erst letztes Jahr gekauft, also ist das schon etwas her, weil die liegt ja öffnen schon länger in dem Laden rum. Dann haben wir hier einmal noch eine Karte von Wolverine, Weg des Krieges. Ich weiß zwar nicht, was das drin zu suchen hat. Wahrscheinlich hier nur für die weiteren Blu-rays, die man hier auf fox.de erwerben kann. Ja. Und mehr gibt es hier drin auch nicht zu sehen. Kein Wendecover, kein gar nichts. Übrigens bei der Schöne Bescherung DVD ist übrigens auch kein Wendecover dabei. Ich habe gerade nochmal geguckt. Aber, und hier nochmal an der Seite, Kevin allein zu Hause. Home Alone steht da auch nochmal im englischen Titel. Und ja, was soll ich sagen, ein wunderbarer, sehr, sehr schöner Film, wie ich finde, ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Macht sehr, sehr viel Spaß, den Film zu gucken. Viele Slapstick-Momente. Wer den Film kennt, weiß auch, dass die Einbrecher, also diese Schauspieler von dem Film, eine Besonderheit haben. Und zwar sind da keine Stunt-Leute. Die hier sind professionelle Stunt-Leute, die machen ihre Stunts alle selber. Was ich sehr, sehr interessant fand. Kleiner Fun Fact am Rande. Ja, was soll man dazu noch sagen? Sehr cooler Film, werde ich wieder in den nächsten Tagen gucken, weil ja jetzt auch wieder Dezember ist. Und ja, kommt wie immer jedes Jahr, auch im Fernsehen. Kann man doch dort gucken. Ja, was soll man dazu sagen? Ich gebe diesem Film noch eine 8 von 10, weil manche Slapstick-Momente und manche Szenen im Film sind nicht so gut gelungen, fand ich, aber sehr, sehr unterhaltsamer Film. Trotzdem 8 von 10. Wird immer noch sehr gerecht im Film. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Teil. Kevin allein in New York. Der zweite Teil habe ich die DVD Edition. Nicht die Blu-ray Edition wie beim ersten Teil. Ja, auch von John Hughes. Und ein Chris Columbus Film. Ja, was sieht man hier auf der DVD? Haben wir einmal hier den Kevin. Ich weiß, fokussiert nicht, keine Ahnung wieso. Ja, hier haben wir einmal den Kevin. Und die Einbrecher an den Seiten. Und sehr schönes Teil hier übrigens auch mit der schreienden Freiheitsstatue. Fand ich sehr gut. Ja, auf der Rückseite haben wir hier auch nochmal Kevin, hier der Text, hier nochmal ein paar Bilder aus dem Film. Ja, im Wesentlichen, ich habe es übrigens auch gerade vergessen zu erwähnen, worum es da überhaupt geht, in Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause geht es darum, um einen Jungen namens Kevin, der von seiner ganzen Familie, einer Großfamilie, bestehend aus 15 Leuten, ist irgendwie ähnlich wie die Wollnys, nicht gemocht wird. Er wird auf den Dachboden verbannt und wünscht sich, dass seine Familie verschwindet. Und urplötzlich, einen Tag später, fahren die McAllisters in Urlaub und vergessen dabei ihren Sohn Kevin. Und ja, dann geht das Chaos im Prinzip schon los. Kevin ist allein zu Hause und die McAllisters wollen versuchen, wieder zurückzukommen. Und das schaffen sie dann auch irgendwann. Und ja, dann kommen da Einbrecher in Kevin sein Haus von den McAllisters und wollen dann das Haus ausrauben. Aber Kevin hat da was dagegen und verteidigt sich mit den kleinsten Gemeinheiten, sage ich jetzt mal. Und ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, muss ich sagen. Und im zweiten Teil geht es darum, dass
Kevin zwar mitkommt, sie vergessen ihn zwar nicht im Auto, aber das Problem halt ist, Kevin läuft dem falschen Mann hinterher, der dieselbe Jacke wie der Vater trägt und fährt somit nach New York anstatt nach Miami, glaube ich. Und dann geht das Chaos halt wie im ersten Teil von vorne los. Erst muss Kevin allein in New York zurechtkommen, trifft dann wieder auf die altbekannten feuchten Banditen, wie sie sich im ersten Teil genannt haben. Und ja, sie wollen dann im Prinzip wieder mal Kevin schnappen. Aber Kevin hat da wieder mal was dagegen und findet dann irgendwann das Haus von seiner Tante. Und diese wollen... und da geht dann dieses Chaos vom ersten Teil nochmal los. Fand ich ein bisschen schade, dass sie ungefähr dieses gleiche Prinzip vom ersten Teil nochmal aufgegriffen haben. Aber fand ich sehr, sehr gut trotzdem, dass sie das durchgeführt haben. Es gibt ja nochmal, ich glaube, 3 weitere Teile, aber nicht mit Macaulay Culkin, mit einem anderen Schauspieler, aber die waren nicht so gut. Ich habe, glaube ich, mal einen davon gesehen, aber ich fand sie alle nicht gut. Ja, einer der kultigsten sind halt Kevin allein in New York und Kevin allein zu Hause. Und ja, machen wir mal die DVD auf. Innen drin haben wir nichts, außer halt logischerweise die DVD. Kein Wendecover, kein gar nichts. Etwas sehr schlicht gehalten. Hier nochmal am Rand Kevin allein in New York zu sehr lesen. Ich weiß, man liest es nicht jetzt in der Kamera, aber fokussiert nicht, keine Ahnung. Ja, egal. Ein sehr schöner Film. Gebe ich auch 7 von 10 tatsächlich. Ich wollte eigentlich 8 von 10 geben, aber nach... Leider muss ich sagen 7 von 10, weil es ist dasselbe Prinzip. Es ist dasselbe Prinzip wie bei Kevin allein zu Hause. Und deswegen 7 von 10. Ein bisschen schlechter bewertet, aber finde ich immer noch sehr gut bewertet. Und deswegen 7 von 10. Und damit bedanke ich mich. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare hier unter diesem Video, welcher Weihnachtsklassiker, also welcher Weihnachtsfilm bei eurem Weihnachtsvorbereitung nicht fehlen darf, sei es Wunder von Manhattan oder eine Weihnachtsgeschichte oder sonst irgendwas, schreibt es unten rein. Aber ansonsten kommt ihr jetzt hier irgendwo im Video eingeblendet zu einem weiteren Video und irgendwo hier könnt ihr mich auch abonnieren. Und damit sage ich auf Wiedersehen, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.